Das ist die größte News, die größte Neuigkeit, die größte Veränderung in dieser Branche, die ich jemals erlebt habe und die du wohl auch jemals erleben wirst oder zumindest bisher erlebt hast. Microsoft kauft Activision Blizzard. Ja, richtig gehört. Kein April-Scherz, kein Gag. Microsoft hat über Twitter announced, dass Activision und Blizzard in Zukunft der Xbox-Familie, naja, die sind halt Teil davon. Und das bedeutet, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, alles Microsoft. Microsoft hat aber auch gesagt, dass sie diese Marken zum Teil auch auf andere Plattformen weiterlaufen lassen werden. Zum Beispiel natürlich Call of Duty. Die Quizfrage ist nur, wie lange? Werden sie die Entwicklung neuer Call of Duty-Teile, die noch nicht irgendwie gerade entwickelt werden, auch auf der PlayStation bringen? Ich sage nein. Ich glaube, das, was wir hier gerade sehen, ist etwas, was Disney gerade in den letzten Jahren gemacht hat, nur eben in der Videospielbranche. Microsoft wird zum absoluten Giganten, zu einem Publisher, zu einem Herausgeber, zu der Videospielindustrie. Microsoft wird Gaming. Und ja, das klingt sehr plakativ, aber Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, generell Warcraft, StarCraft, alles. Das gehört denen alles. Das muss man sich erstmal vorstellen. Mir ist nicht klar, erstens, wie viel Microsoft hier bezahlt haben muss. Aber wenn wir uns den Aktienwert von Activision angucken, dann ist das wohl die größte Übernahme, die es jemals in der Medienbranche gab. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Schnäppchen gewesen ist. Hinzu kommt, und da muss ich mal sagen, das hier, Punkt 2 ist der größere Schocker. Wie zum Teufel konnten die das geheim halten? Das sind Aktienunternehmen. Das sind Unternehmen, wo halt, das muss ja dann nur auf der allerhöchsten Führungsetage besprochen worden sein. Es gab keine Gerüchte dazu. Es gab keine Leaks dazu. Es gab einfach nur, bam, Twitter. Unfassbar, wie das funktioniert haben soll. Aber das zeigt mir, dass das nur auf höchsten Ebenen verhandelt wurde. Der dritte Punkt ist, ich frage mich, ob das lange geplant war oder ob der ganze Skandal um Activision Blizzard, punkto, naja, wie man das Personal behandelt hat und so weiter und so fort, naja, ob das hier irgendwie reingespielt hat. Ob zum Beispiel Microsoft deswegen billiger an Activision Blizzard gekommen ist oder ob es generell auch so ein Rettungsmove von Activision Blizzard ist, um rechtliche Konsequenzen irgendwie, naja, zu umgehen oder... Also ich frage mich, ob diese ganze Geschichte in irgendeiner Weise, in irgendeiner kleinsten Weise hier eine Rolle gespielt hat. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das werden wir über die nächsten Wochen und Monate vielleicht herausfinden. Oder es ist einfach nicht so. Der weitere Fall ist, das Ganze bedeutet, dass nun Microsoft in charge ist, die Missstände bei Activision Blizzard zu lösen. Und ich glaube, Microsoft wird das einigermaßen, also sie werden es gut und einigermaßen schnell hinbekommen, weil Microsoft eine ganz andere Philosophie aktuell fährt und halt auch, also Microsoft steht wie kein anderes Unternehmen aktuell für Diversität, für Inklusion und so weiter und so fort. Und ich glaube, die werden da richtig hart durchpreschen und diese Probleme lösen bzw. angehen. Und dann habe ich noch einen weiteren Punkt oder besser gesagt eine Frage. Wie zum Teufel kann das vom Kartellamt geduldet werden? Denn jetzt bei aller, oh mein Gott, das ist die größte Nachricht ever in dieser Branche, eine Videospiel-News war noch nie größer, alles mal beiseite gelegt, wie zum Teufel kann das Kartellamt da Ja sagen? Wie kann das Kartellamt diese Übernahme in irgendeiner Weise überhaupt durchwinken? Ich behaupte, das wäre in Deutschland so nicht möglich, weil Microsoft wird Gaming. Also das ist sehr überspitzt formuliert gewesen, ich weiß, aber überlegt mal wirklich, welche Marken Microsoft schon alle hat, welche sie durch die Bethesda-Übernahme zusätzlich bekommen haben und welche sie jetzt eben auch noch bekommen durch eben die Übernahme von Activision Blizzard. Alleine, nur alleine, Call of Duty ist die größte Marke überhaupt in den letzten Jahren. Das ist ein Umsatzgigant. Alleine das, wie das vom Kartellamt genehmigt werden kann, oder, also das...
verstehe ich nicht. Das muss so eine amerikanische Geschichte sein, wo einfach die Unternehmen dann doch vielleicht machen können, was sie wollen? Fragezeichen? Also, das wird sehr spannend zu sehen sein, weil, also erstmal, der Game Pass ist halt, komplett bescheuert. Und die zweite Geschichte ist, jetzt, ab sofort, müssen wir auch immer ein bisschen kritisch gucken, was nun mit unserem liebsten Hobby, mit Gaming passiert. Weil, ich formuliere das nochmal, Microsoft ist Gaming, ab sofort. Das ist ein wirklich harter Satz, ich weiß, aber er stimmt. Und ab sofort müssen wir wirklich mal schauen, was nun aus unserem Hobby wird und vielleicht die eine oder andere Übernahme ab sofort auch von Microsoft sehr kritisch sehen und ein wenig Angst haben, dass hier ein Unternehmen zu viel Macht bekommt. Was das bedeuten kann, haben wir in den letzten Jahren gesehen, durch ein Google, durch ein Facebook oder auch durch ein Amazon. Und ab sofort müssen wir in puncto Gaming auf Microsoft gucken und das kritisch. Aber bis dahin... Holy fucking shit, was ist hier los?